Ladix und ich haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wo ihr unsere Videos schon einen Tag früher sehen könnt und unter anderem auch exklusiven Content zu meinem Clan Space Heaven Esports bekommt. Falls ihr joinen wollt, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auch gerne mit dem Supporter Credit Code XFN in Fortnite unterstützen. Ich zeige euch heute innerhalb von einer Minute, wie ihr euren Valorant-Namen komplett ändern könnt mit Hashtag und natürlich auch mit dem Namen davor. Das Ganze wurde nämlich vor einiger Zeit aktualisiert und deshalb ist es jetzt ein bisschen anders, aber es ist dann noch sehr, sehr einfach und deshalb erkläre ich euch das Ganze heute. Ihr könnt nämlich alle 30 Tage euren Namen einmal ändern und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls euch das Ganze hilft und dann let's go. Und zwar müssen wir als allererstes einfach unseren Valorant-Client öffnen bzw. Riot-Client. Ich drücke jetzt einfach auf Valorant und öffne das Ganze einmal. Dann sollte Valorant auch schon starten und ihr könnt euch dann hier einfach erstmal anmelden. Und wenn ihr dann in euren Valorant-Launcher angekommen seid, könnt ihr hier oben auf dieses Symbol draufdrücken und dann drückt ihr hier auf Konto-Details und ihr seht jetzt hier gerade schon, mein Name ist Smoothie, Hashtag 2444 und dann drückt ihr jetzt wie gesagt auf Konto-Details und dann sollte sich gleich hier ein Tab öffnen, den ich euch jetzt eben erstmal zeigen kann. Der Tab sieht dann so aus, das heißt, hier müsst ihr euch nochmal neu anmelden. Ihr könnt also direkt übers Internet reingehen oder wenn ihr darauf keine Lust habt, macht ihr es halt ebenso wie ich und geht über den Riot bzw. Valorant Client. Es könnte dann auch eben sein, dass ihr eure Zwei-Faktor-Authentifizierung anhabt, dann müsst ihr das halt eben nochmal mit dem Code machen. Falls nicht, solltet ihr dann direkt auf die Webseite kommen. Bei euch sollte das Ganze dann eben so aussehen, hier mit Kontoverwaltung und da drückt ihr dann halt auf Riot-ID und dann seht ihr schon, hier könnt ihr euer Riot-ID einfach einmal ändern mit eurem Namen und euer Tagline. Ich kann das Ganze jetzt hier gerade nicht bei mir machen, weil ich gerade sozusagen den Account neu erstellt habe und erst am 26.03. wieder meinen Namen erneut ändern kann. Falls ihr in den letzten 30 Tagen euren Namen nicht geändert habt, könntet ihr hier dann ganz einfach euren neuen Namen eingeben und auch euren Tag, je nachdem wie ihr ihn möchtet. Und dann drückt ihr auf Änderung speichern und schon sollte das Ganze dann für euch einfach funktionieren. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, wie gesagt, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich bin damit raus. Haut rein und ciao.